Hallihallo und hi hi zur ersten Ausgabe der iStuff Videospiel-Dadelei. Die erste Folge Level Up ist ein fanal fantastischer Videospiel-Unterhaltung. Wir beginnen gleich im Let's Play Level mit unserem neuen Laberlurch Konstantin. Er hat für uns das neue Spiel der Total War-Reihe Thrones of Britannia. Darauf folgend im Level Up Review kommen wir dann auch schon zum Survival-Box-Barbaren-Spiel Conan Exiles. Darauf folgend die neuesten Entwicklungen aus dem E-Sport-Bereich mit André. Zu guter Letzt der ewige Kampf Redaktion gegen Community. Michi und Eddie messen sich in Mario Kart Wii. Zunächst allerdings Futter für die Ohren, unser Gaming-Song des Monats. Now this is how you settle your differences with your enemies. Put us all on one large island. And let us see who survives. Let's go! Let's go! Zu Beginn der ersten Folge Level Up setzt es erstmal Mucke. Die Gaming Song Community ist einfach gewaltig. Und kaum eine Seele kennt alle ihre Schätze. Da wollen wir helfen. Und wir beginnen mit der Ode von Jive Turkey 600 an Player Unknown's Battlegrounds. I got visions like Dr. Disrespect. Aim like Shroud and I'm coming for your neck. You better one squads with Justin and Chad in it. Cause most teams be stream snipers with crabs in it. Let us have a standoff, see who win a gunfight. If I died, he hacking and got foresight. Cause my squad got him running over to Fortnite. And my job is singing lullabies. Good night. Stabile Vergleiche, wuchtiger Beat, Gameplay-Beschreibung und ein Diss an Fortnite. Eigentlich bleibt da nicht viel zu wünschen übrig. Für mehr besucht einfach seinen Kanal bei YouTube oder schaut auf Twitch vorbei. Aber auf jeden Fall, völlig zu Recht, unser Song des Monats. So viel zum musikalischen Teil, das war unser Gaming-Song des Monats. Jetzt befinden wir uns in Level Nummer 1, dem Let's Play-Level. Und neben mir ist unser hauseigener neuer Let's Player Konstantin Wagner. Mein lieber Konz, was hast du uns heute denn als Thema so mitgebracht? Ja, ich habe mitgebracht die Total War Saga Thrones of Britannia. Das Ganze ist quasi eine rundenbasierte Reichsverwaltung in Kombination mit echtzeitbasierten Taktikschlachten. Okay, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung für den Klappentext jetzt schon mal von dem Spiel. Ja, ein guter Spiel. Würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, dass ich das nicht auswendig gelernt habe? Na klar. Perfekt. Habe ich auch nicht, ich verspreche. Das ganze Spiel sonst noch im 9. Jahrhundert in England. Gerade dazu gibt es quasi noch Irland. So einfach geschenkt dazu als das, Karte. Das Großbritannien-Paket. Genau, was lässt sich sonst noch sagen? Das Ganze ist eine Saga. Mhm. Also kein komplett eigenes Spiel oder nichts komplett Neues eigenes, sondern... Also im Vergleich zu also kein Total War Rome 2 oder Shogun oder genau, sowas. Ne? Besonders ist hier eben, dass es auf der Attila Engine basiert. Attila eben schon älterer Teil aus dem Jahr 2015. Aber guter Teil. Denke ich auch. Und eben dadurch, dass es schon einige Eigenschaften mitbringt, kann es in der Regel eben kostengünstiger angeboten werden und hat nicht eben einen vollen, totalen, überteuerten Superpreis, wenn ich es mal so nennen darf. Genau, ist ein bisschen günstiger, aber ja dennoch gewohnt Total War-mäßig recht umfangreich auf jeden Fall. Richtig, ja. Welche nennenswerten neuen Features gibt es denn in Thrones of Britannia? Als erstes lässt sich da auf jeden Fall das Rekrutierungssystem nennen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man wie in älteren Teilen Kasernen hat, aus denen man die Leute rekrutiert, sondern man hat jetzt einen großen Rekrutierungspool, wie wir auch hier auf dem Bildschirm sehen, wo man sich eben seine Truppen rekrutieren kann. Ja, ganz kurz zur Frage, also 2 von 4 würde bedeuten, ich kann jetzt noch 2 Truppen, also sind noch übrig, die ich mache. Richtig, also genau. 0 von 4 wäre dann Schichtenschaft. Genau, 0 von 4 wäre Schichtenschaft, so wie man hier sieht, 0 von 1 kann ich jetzt nicht nehmen. Ja. Hier sind beispielsweise 3 von 7, das wird mich jetzt 50 an Geld kosten und eine gewisse Anzahl an Nahrung, das heißt, wenn ich genug Ressourcen habe und die Rekruten zur Verfügung sind, kann ich die rekrutieren. Worauf man dann auch aufpassen muss, ist, dass sie eben nicht in voller Stärke rekrutiert werden. Das heißt, wie man auch hier sieht, die besitzen einen gewissen Cooldown.
Ja, und deshalb muss man umso mehr darauf achten, dass man das Ganze intelligenter einsetzt, seine Truppen, eben weil es viel länger dauert und viel aufwendiger ist, so eine Truppe zu erstellen. Und dadurch schmerzen auch eben Verluste von Truppen viel mehr. Das heißt, ja, wenn ich jetzt eine riesige Schlacht ziehe, dabei meine Truppe verliere, dann ist das für mich ein deutlich höherer Schaden, sag ich mal, oder ein deutlich höherer Verlust, als es vielleicht in den älteren Teilen. Weil es ja auch noch mal viel, viel länger dauert, bis die Truppe sich dann wieder regeneriert hat. Genau, und vielleicht auch, weil ich momentan nicht so viel zur Verfügung habe. Das hängt dann immer von den Gebäuden ab, auch welche ich zur Verfügung habe. Man kann das Ganze noch über den Spielverlauf ein bisschen ausbauen. Also die Soldaten können quasi, ich sag mal, so eine Art Updates bekommen, je nachdem, in welche Richtung man das Ganze ausbaut oder verbessert oder in welche Richtung man sich entwickelt. Mhm. Das ist halt ganz davon abhängig, was der Spieler macht. Genau. Mhm. Aber besonders ist jetzt eben dieser eine Rekrutierungspool, auf den man achten muss. Okay. Auf jeden Fall damit natürlich eine klare Absage an sowas, wie es zum Beispiel noch bei Total War Realm 2 war, dass man einfach irgendwann Elite-Truppen Prätorianer durchspammt und die in einer langen Reihe ins Dorf schickt, die kann man jetzt nicht mehr machen. Weiteres Neues. Was Neues? Genau, hier zum Beispiel den Technologiebaum. Da gilt es auf jeden Fall darauf zu achten, wenn man dann soweit ist, dass man eben Technologie ausbauen kann, dass man nicht Militär und Zivil gleichzeitig ausbauen kann, sondern dass man... Ich muss mich entscheiden, ob ich so der zivile, nette Typ oder eher so der Militär-Badass bin. Richtig, genau. Da muss man dann gucken, das dauert dann auch seine Runden. Je nachdem, wofür man sich entscheidet, muss man dann halt am Anfang gucken. Sonst, Siegesbefehl könnte man noch erwähnen, dass es da eben, je nachdem welchen... oder welche Siegetappe man haben will, ne, kann man sich entscheiden, sieht man hier, kurzer Sieg, langer Sieg, ultimativer Sieg, muss man sich eben darauf einstellen und das Ganze kann man eben Single, Multiplayer oder auch im Koop-Modus machen. Ich bin ja jetzt auch so eher ein Typ, der schon ein paar Total War spielt, dann auch nicht zu der etwas schwierigen Konflikt zählen würde. Wie ist denn das Spiel bei uns so zu Beginn angekommen? Vor allem mit den vielen neuen Features. Genau, also die Total War-Reihe ist ja an sich eine ziemlich beliebte Reihe, wie du wahrscheinlich nur bestätigen kannst. In der Regel kommen die Spiele sehr gut an. Dieses hatte quasi zwei Seiten. Also an sich kamen einige Neuerungen ziemlich gut an. Wie das Rekrutierungssystem zum Beispiel, was wirklich sehr gut ankam. Andere Sachen kamen aber weniger gut an. Da ist es zum Beispiel, dass am Anfang zu viele Ressourcen im Umlauf sind. Das heißt, man hat zu viel Geld zur Verfügung, zu viel Nahrung. Ist jetzt auch noch, dass die Schlachten zu einfach zu gewinnen wären. Ja, das gute alte KI-Problem. So. Genau, das wurde hier auch genannt, dass die KI manchmal ineinander läuft und manchmal sich einfach idiotisch verhält zum Beispiel. Und es wurde auch gesagt, dass die Story zu kurz ist. Und das haben sich die Entwickler zu Herzen genommen. Also sie sind wirklich drauf eingegangen. Das Spiel kam ja am 3.5. raus. Und 12 Tage später, am 15.5. kam dann schon ein entsprechendes Beta-Update. Und da haben die Entwickler dann eben die Kritik zu Herzen genommen, haben versucht, das Ganze ein bisschen anzupassen, haben, ich glaube, die Korruption angepasst, haben geguckt, dass die Schlachten ein bisschen schwerer werden. Allgemein, dass das Ganze ein bisschen genau ausgewogener wird, dass die Gebäudekosten haben die erhöht. Großer Haufen Verbesserung. Genau, großer Haufen Verbesserung. Ja. Inwieweit das wirklich geholfen hat, kann ich an dieser Stelle leider nicht sagen, weil wir haben sie erst danach. Genau, erst nach dem 15. getestet wurde, aber ich denke schon, dass wir mal annehmen, dass viel geholfen hat und deutlich besser ist. Ich finde auf jeden Fall, dass nicht zu viele Ressourcen drin sind. Ich habe absolute Schwierigkeiten damit, überhaupt irgendwas am Leben zu halten. Das kann natürlich daran liegen, dass ich eigentlich ein Anfänger bin oder sie haben es wirklich gut verbessert und das Spiel somit erschwert. Ich sehe auch schon, du kriegst hier so ein bisschen rum kommt mir soweit bekannt vor, immer noch Gebäude errichten zum Anfang, Militärressourcen verwalten. Also schon noch viele bekannte Dinge, die ich gesehen habe. Ich habe auch vorhin, glaube ich, hast du vielleicht auch mitbekommen, mal so eine Stunde mich hier hingesetzt während des Aufbaus und ein bisschen nämlich im Spiel Bock bekommen. Genau, richtig beheimatet gefühlt, direkt, wo du alles findest, rumgeklickt, alles super. Das ist halt der Vorteil, wenn man schon ein paar Total Wars gemacht hat. Deswegen würde mich nochmal ganz klar als Fan interessieren, wie ist dein Eindruck so als blutiger Anfänger? Genau, also ich hatte ja wirklich absolut gar keine Erfahrung mit solchen Spielen, also eben mit diesen Reichsverwaltungen und Schlachten. Und ich war am Anfang, muss ich sagen,
Vielleicht habe ich mich auch einfach extrem doof angestellt, das möchte ich gar nicht verneiden. Bestimmt aber nicht. Ich hatte am Anfang echt super viele Frustmomente, weil ich es schade fand, dass einem so wenig erklärt wird. Also, ja, es war ganz einfach, es war so super viel Input, es war so viel auf einmal mit dem ganzen, irgendwas muss ich ausbauen, irgendwas muss ich verbessern, ich muss auf meine Generäle achten, ich muss auf meine Statthalter achten, mein König, dann hat mein König noch eine Familie, die man, also super viel, und dafür fand ich es echt schwierig, da als Einsteiger reinzugehen, vor allem, man hat auf jeden Fall auch eine Hilfe, so einen Berater, der ist jetzt hier auch schon ausgebaut, genau, und bringt auch relativ wenig und knapp Informationen, die mir als Anfänger persönlich Ich hätte mir echt ein Tutorial, eine richtig gute Idee, vielleicht so eine kleine Einsteigerkampagne, wo einmal erklärt wird, wie man das Ganze am besten beginnt oder wie man in bestimmten Situationen jetzt am schlausten handelt. Also man, ich kann jetzt auch hier sehen, Nahrung ist knapp. Würde mich aber interessieren, wenn es jetzt voranschreitet, glaubst du, es wird dann angenehmer oder... Definitiv. Also könnte auch dein Spiel werden vielleicht. Genau. Mit mir. Ich habe ein bisschen Hilfe bekommen, ein paar Let's Plays geguckt und. Und ich muss noch sehr viel lernen, auf jeden Fall. Ich bin immer noch oftmals total überfordert, aber ich bin der festen Überzeugung, dass je länger man sich spielt, desto mehr Laune macht es. Und bei mir fängt es auch schon an, richtig Laune zu machen. Nice, und man erkennt ja auch dieses Prinzip, ich sag mal dieses Rundenprinzip, dass man nicht denkt, immer noch eine Runde, dann höre ich aber wirklich auf und das man hört nicht auf. Man hört einfach nicht auf. Klassische Todesursache. Genau, und ich denke auch, dass man, sobald man sich mehr reingefuchst hat, dass man davon nicht mehr wegkommt. Gut, dann danke ich dir, Konz. Gerne. Ich, wie gesagt, ich kann das gut nachvollziehen, diese Total War Sucht. Ich kenne sie. Auch nochmal danke an Sega und Creative Assembly für die Entwicklung von Total War Thrones of Britannia. Wir bleiben bei großen Schlachten, Gewalt und Kampf. Und zwar kommen wir jetzt zu unserem Level-Up-Review. Das heutige Thema ist das Survival-Box-Game Conan Exiles. An dieser Stelle großen Dank an Funcom, die uns eine Menge Keys zur Verfügung gestellt haben, damit wir das Spiel vernünftig antesten können. Wirklich richtig klasse, richtig gute Leute, die da sind. Ob das Spiel jedenfalls so klasse ist wie Leute, die es entwickelt haben, das zeigt euch das Review. Viel Spaß! Ach ja, Survival Games. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. So ist das auch mit Conan Exiles. Man beginnt als nackter Straftäter an einem Kreuz und ein mysteriöser Muskelprotz rettet einen vor dem sicheren Tod. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. Und das ist auch erstmal alles, was man an Story oder Kontext serviert bekommt. Als nächstes findet man sich auf einer Straße, keine Ahnung, wie man da hingekommen ist, und der sprechende Begrüßungsstein ist auch keine große Hilfe. Egal, erstmal Zeug einsammeln. Ob Steine, Äste, Pflanzenfasern oder Insekten. Alles, wirklich alles wird wie bei einem Survival-Game üblich eingesackt. Kann ja beim Überleben helfen. Während man dann so fleißig vor sich hinsammelt und schon die ersten Sachen gecraftet hat, trifft man auf eine zu groß geratene Fledermaus, die sich gerade an einer Leiche gütig tut. Nette Umgebung. Irgendwann kommt man dann an einer Flusslandschaft an. Hier kann man fröhlich seine Kletterskills auspacken, Bäume fällen und weitere Ressourcen sammeln. Alles wirkt etwas wie ein Rollenspiel aus den frühen 2000er Jahren. Nichtsdestotrotz hat die lebendige Spielwelt aber auch ihren Charme. Man teilt sich sein neues Habitat unter anderem mit Schildkrötenviechern, denen man die Eier klauen kann, wenn Mama Kröte gerade nicht aufpasst. Barbarisch! Aber es geht ja ums Überleben. Gut, da die Nahrungsquelle nun erstmal gesichert ist, kann man sich darum kümmern, der Obdachlosigkeit zu entfliehen.
Mithilfe des vergleichsweise komplexen Housing-Systems kann man sich sein eigenes Heim kreieren, wofür man allerdings viele Ressourcen grinden muss, was einige Zeit in Anspruch nimmt. Da wir diese Zeit jetzt gerade nicht haben, gibt's hier einen kleinen Schnelldurchlauf. Ist das Problem der Obdachlosigkeit dann gelöst, begibt sich der Barbar von Welt natürlich auf Erkundungstour, um mehr von der doch recht umfangreichen Map zu sehen. Man trifft auf weitere sprechende Steine, Geister und andere komische Vögel, bei denen man beispielsweise Emotes lernen kann und die einem das Ohr abkommen. Es werden einem Storyfetzen zugeworfen, die aber keine wirkliche Story erkennen lassen. Aber kommen wir zum spaßigen Teil. Man gibt beispielsweise einer Hyäne oder einem feindlichen Krieger aufs Maul, wie es sich für einen Barbaren gehört. Doch die ganze Wahrheit sieht anders aus. Häufiger als man so richtig gut austeilt, muss man ordentlich einstecken. Wirklich. Sehr, sehr häufig. Doch ein echter Barbar gibt nicht auf. Nach etwas Grinden und vor allem im vom Spiel unterstützten Koop-Modus sieht die Welt wieder anders aus. Gemeinsam schnetzelt es sich auf der Suche nach Ressourcen viel einfacher durch Gegner und Viecher, um die man zuvor einen großen, großen Bogen gemacht hat. Selbst die auf der Map verteilten Dungeons stellen im Koop-Modus eine weitaus kleinere Gefahr dar als noch im Singleplayer. Abschließend lässt sich also sagen, Conan Exiles ist ein anständiges Survival-Game mit durchwachsener Grafik und ziemlich zähem Einstieg, welches erst im Koop-Modus sein volles Potenzial ausschöpft und dann auch wirklich Spaß machen kann. Alle, die auf Spiele wie The Forest oder Ark Survival Evolved stehen, können hier zugreifen. Alles klar, das war unser Level-Up-Review zu Conan Exiles. Auch nochmal vielen Dank an Noah Segers, der das Spiel aus unserer Redaktion getestet hat. Die kontroversen Seiten von diesem Conan Exiles haben wir nun kennengelernt. Kultig kontrovers, das war aber wohl auch der Conan-Film aus dem Jahr 1982. Damals war noch der Hauptdarsteller das legendäre Sprachgenie Arnold Schwarzenegger. Wir haben uns gedacht, anlässlich von Conan Exiles könnte man doch eigentlich mal ein Reboot von so einem Film machen und haben uns es nicht nehmen lassen, das Conan-Casting auch selbst zu veranstalten. Nun, Conan, der bärbeißige, blutrünstige Barbar. Casting. Kandidat 1. Herr Dietrich Finster, sind Sie bereit? Hallo, Herr Finster. Ja? Sind Sie bereit? Ja. Also, Frau Sack. Nun, also Ihre Referenzen sind ja durchaus beeindruckend. Warum sind Sie denn geeignet für die Rolle? Weil ich so hart bin. Okay, sonst noch was? Weil ich der Härteste bin. Okay, und wie war noch gleich der Name? Habe ich neulich erst ändern lassen. In Don. Dorn, okay. Und der Nachname? Röschen. Röschen. Nein, nicht noch so einer. Gut, Herr Finster. Ja? Jetzt müssten Sie bitte noch diesen Text hier vorlesen. Text? Oh. Wo kommt das denn her? Das ist aber ordinär. Aus dem Originalfilm? Hm. Okay, also Sie sind 1,70 groß, Kampfgewicht 60 Kilo. Gut, gut, gut. Warum sind Sie geeignet für die Rolle? Durch meinen Körperbau natürlich. Durch Ihren Körperbau? Na klar, Problem damit? Nein, nein, natürlich nicht, Frau Sack. Ich meine, Frau Sack, das tut mir... Okay, Herr Röschen, Sie sind jetzt vielleicht nicht meine erste Wahl, was? Aber... Glauben Sie mir etwa nicht, wie hart ich bin? Herr Röschen, bitte bleiben Sie hier. Das hat doch jetzt endlich wirklich keinen Sinn, Herr Röschen. Hier, schauen Sie mal. Ich bitte Sie, Herr Röschen, nein, hören Sie auf, Sie tun sich noch weh. Bitte lassen Sie das, nein, oh mein Gott, Herr Röschen. Also, was ist für einen Barbaren das Beste? Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen am Geschrei der Weiber. Ja,
vielleicht ein bisschen weniger, na, Sie wissen schon, nett. So. Frau Sack, ich meine, wie kann man denn Frau Sack, was ist das für ein Frau Sack, wer hat sich denn das ausge... Oh mein Gott! Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Level Up eSports Nachrichten. Fortnite. Das Fortnite-Entwicklerstudio Epic Games wird von Bluehole, dem Studio hinter PlayerUnknown's Battlegrounds, verklagt. Der Vorwurf lautet Urheberrechtsverletzung, da Fortnite maßgebliche Gameplay-Elemente aus PUBG kopiert haben soll. Man wolle vor dem Gericht in Seoul vorerst eine einstweilige Verfügung durchsetzen, ehe man über weitere Maßnahmen nachdenke. Das Verfahren soll kommenden Januar beginnen. Auffällig ist, dass Bluehole erst über ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung von Fortnite rechtliche Schritte einleitet. Dass sich das Studio vom einstigen Kooperationspartner Epic hintergangen fühlt seit dem Release von Fortnite, war hinlänglich bekannt. Die Klage dürfte Epic ungelegen kommen, will man doch im kommenden Jahr mit Fortnite im E-Sport Fuß fassen und dazu in mehreren offiziellen Turnieren über 100 Millionen US-Dollar ausschütten. Man wolle die Zugangsschwelle dabei so niedrig wie möglich halten. Spitzenreiter bei den E-Sport-Preisgeldern dürfte aber weiterhin aller Wahrscheinlichkeit nach Dota 2 bleiben. Der Battle Pass für die kommenden Weltmeisterschaften The International ist seit 20 Tagen erhältlich und die Einnahmen für den Preisgeldpool übertreffen aber bereits jetzt mit 11.275.000 US-Dollar die Gage des letzten Jahres um 45,5%. Damals betrug das gesamte Preisgeld erstaunliche 24,69 Millionen US-Dollar. Der Verkauf des Battle Passes läuft noch bis zum Start des regionalen Qualifying am 18. Juni und dürfte erfahrungsgemäß in der zweiten Verkaufshälfte nochmal um einiges anziehen. Das offene Qualifying beginnt am 14. Juli. Die Hauptrunden von The International starten dann am 20. August 2018. League of Legends. Nach einem enttäuschenden Spring Split schafften es SK Telekom T1 erstmals nicht, sich für das Mid-Season Invitational zu qualifizieren. In einem Interview mit Invent Global gab Starspieler Faker nun offen zu, dass keine Lane im Team aktuell Carry-Potenzial besitze. Jeder hatte seine eigenen Probleme und diesen dann zu einem großen Problem kollidiert. Das ist der Grund, warum unsere Performance so schlecht war, so der Midlaner. Zudem räumte Faker auch ungewöhnliche Kritik und deutliche Selbstzweifel gegenüber sich selbst ein. Obwohl ihn Kritik von Fans und Presse sonst immer motiviere, habe er zunehmend das Gefühl, dass diese wohl stimmen. Er wolle hart an sich arbeiten, sei sich aber, ich zitiere, nicht mehr sicher, beim nächsten Mal wieder gut abzuschneiden. Sieger des MSI wurden derweil Royal Never Give Up aus China. Besondere Kritik von Fans und Profis ernte derzeit auch die aktuelle Situation im Jungle. Die XP-Reduktion der Camps und die Erhöhung bei der Rift Scuttler-Krabbe zwingen Jungler zunehmend, sich auf eben diese zu konzentrieren. So wird teilweise befürchtet, dass die Rolle des Junglers aufgrund mangelnder Effizienz aussterben könnte. Riot Games hat aber bereits versichert, die Kritik der Spieler zu hören und gelobt, beim zukünftigen Patch mit einer Erhöhung des Spawn Rate der Krabbe entgegenzuwirken. Overwatch. Noch bis morgen um 18.30 Uhr laufen erstmals Wahlen für die Posten des Community Leaders und des Trainers der Nationalmannschaften für den Overwatch World Cup 2018. Der Community Leader kann dabei von jedem Spieler des eigenen Landes gewählt werden. Der Nationaltrainer wird von den jeweils 150 besten Spielern des jeweiligen Landes gewählt. Die Gruppenphase wird von August bis Oktober laufen. Die K.O.-Phase am 2. November im Rahmen der BlizzCon in Anaheim, Kalifornien, ausgetragen. Wir kommen nun zum Recap der zweiten Spielwoche aus Phase 4 der Overwatch League. Boston Uprising ist auf überraschender Talfahrt. Der Erstplatzierte ohne Niederlage aus Phase 3 hat bisher in Phase 4 keinen einzigen Punkt für sich nach Hause nehmen können. Daher fallen Boston Uprising auf den 9. Platz. Überraschend gut läuft es hingegen für Dallas Fuel. Mit einer Bilanz von 3:1 auf der aktuellen Phase zieht man nun mit Philadelphia Fusion gleich und wird nur noch durch die Kartendifferenz von einer Playoff-Platzierung getrennt. Die bei Phasenstart eingeführte Heldin Brigitte könnte dem Team dabei zugutekommen, da sie scheinbar sehr gut damit umgehen kann. Unverändert bleibt hingegen die Dominanz von New York Excelsior weiterhin auf Platz 1, sowohl in der Phase als auch in der Gesamttabelle, sowie die Lage bei Gesamttabellenschlusslicht Shanghai Dragons. Die Chinesen sind seit Ligabeginn ohne Sieg.
Das waren die Level Up Miesport Nachrichten. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und gute Unterhaltung im Community Level. Aber zunächst noch eine kleine Erklärmatze. Oh, hallo, Michi. Du hattest immer viel Erfolg an der Uni, im Sport und auch im Gaming-Bereich. Jetzt hattest du diese geniale Idee mit dem Community-Level. Kannst du dieses deinen zahlreichen Fans erklären? Natürlich. Was man zuerst mal über Genialität wissen sollte, ist, dass man sie nicht erlernen kann. Sie ist mir angeboren. Aber zum Community-Level. Ich dachte mir, es wäre schön, wenn ein Spieler nach erfolgreicher Bewerbung mittels E-Mail an chefred@istaff.de die Chance hätte, gegen mich zu verlieren. Dieser Spieler und ich spielen dann ein bestimmtes Spiel gegeneinander und sollte der Außerkorne tatsächlich gewinnen, wird eine solche übermenschliche Leistung mit einem Preis entlohnt. Aber hat ein normaler Spieler gegen jemanden wie dich überhaupt eine Chance? Natürlich nicht, aber es ist doch immer wieder schön zu sehen, wie jemand seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Herzlich willkommen zum Community Level. Ich bin Michi, wie ihr, glaube ich, durch diesen kleinen, aber geilen Einspieler schon erfahren habt. Ja, Mann, ist das Bewerbungsvideo so scheiß dagegen. Heute spielen wir Mario Kart auf der Wii, aber natürlich nicht alleine, sondern mit Eddie. Den besten Applaus. Ja, Eddie, solltest du gewinnen, weißt du, kannst du einen Preis erlauben. Such mal einen Mario Kart Tischlampe. Eine hellste Stampe vor meinem Spiel. Das sieht ziemlich geil aus. Ja, auch für dich und für euch. Wir spielen drei Schrecken gegeneinander. Die erste darfst du dir aussuchen. Die zweite ich und die dritte dann, wer auch immer hinten liegen sollte. Ja, ich würde sagen, wir labern jetzt nicht lange drum rum, sondern wir gehen jetzt einfach mal in den Spiel. Ja, ich glaube, ich bin gut. Ich bin gut, oder genau. Kannst du auch das Lenker nehmen oder was darf ich? Wir werden nämlich so ein bisschen hier kommentieren, was die beiden da drüben machen. Ist jetzt schon soweit alles eingestellt. Sehen wir hier, welche Fahrerbeine nehmen wir? Kleine, ne? Kleine Fahrer, Wheelie-Bike ist Standard, wird quasi immer genommen. Kann man auch schon sehen, Voreinstellung schon Automatik. Genau. Ist nicht besonders, was da gewöhnlich ist. Das wird noch nicht genutzt. Jetzt die erste Strecke wählt. Hätte ich, glaube ich, ne? Auch, ja. Ich mein, Sorbeerland, N64, oder Sorbeerland. Sorbet. Sorbert. Seefahrer, Sorbert. Auf jeden Fall eine der Schwachstellen von Michi. Ja, eine von vielen. Bin ich mir ganz sicher. Ich denke, Michi ist jetzt auch schon ein bisschen nervös, wie er die Ausgabestrecke gesehen hat. Michi oben mit Knochenkrocken, irgendwie unten mit Toaster, was er mit Knochen erwähnt. Jetzt hier auch schon kein Paket ist. Kein Paket ist wie ein Fahrzeug, Leute. Und jetzt auch noch ein bisschen aber auch der emotionale Welt. Als ob man das Ganze noch mal verknüpft geht und nicht mit von selbst am Weg steht, habe ich auch schon erlebt, dass wie gesagt die Kette ist. Ich hoffe, es auch, weil man sollte auch machen, dass das nicht so ist, aber ich denke, das ist nicht so. Jetzt muss er die anbauen, oder? Das hätte er auch drin. Ach, Eddie.
dann haben wir noch mit Schwierigkeiten. Jetzt haben wir auch die erste Karte, das muss ich bestimmt nehmen. Wir sollen uns noch einmal erwähnen, wenn Eddie jetzt die Duelle nicht gewinnen kann, dann werden wir nachher die Mantel unserer Community verlosen, die er zu uns gewinnt, die bekommt die Duelle nicht wie. Den will ich nicht sehen. Hat sich nicht so sehr gerade getan, dann ist es gerade noch Twitter durch, oder immer in der Startlinie, er hat uns aber zum dritten Duelle, das ist noch Zweiter, Mickey leicht dann, aber er ist schon nicht so weit gekommen. Also es geht gleich noch, was soll ich ein paar Blaue kommen, dann kann er sich dann angreifen. Schade, ich habe noch ab. Schade, ich habe nicht schade. Also, sowas verstehe ich dann auch nicht. Ich habe mich dann wieder verloren. Ja. Das ist einfach. Das ist nur meine Güte. Aber vielleicht ist es schon gerade, ob er einfach keine Lust hat zu gewinnen. Oder wird er spannend machen? Ich weiß ja, dass er die mehr drauf hat. So, ich hab, ne? Ich weiß es, das sieht man irgendwie an, wer ist eigentlich der gewonnene Fahrer? Und Mickey hier beendet das Rennen auf jeden Fall als Erster. Aber das heißt ja gar nichts. Das heißt gar nichts. Eddie als Zweiter auf jeden Fall in Ordnung. Mickey, ich weiß jetzt nicht, ob man an dieser Stelle so verschmitzt grinsen muss. Finde ich persönlich etwas unangebracht, aber das sei mal dahingestellt. Was du findest. Über Siege darf man sich freuen. Denn jetzt darf ich die Strecke aussuchen und ich weiß ganz genau, welche ich nehme. Ich tippe mich in die Mondblickstraße. Da habt ihr sowas von recht. Ja, ich liebe diese Strecke einfach, weil sie sehr wenige lieben. Ich würde eigentlich auch sagen, also wenn ich jetzt sage, dass 50% der Menschen, die Mondblickstraße oder Regenbogenboulevard wählen, das sind tendenziell Psychopathen, das würde ich sagen. Ich kann es auf jeden Fall nicht vermeiden. Und vielleicht auch persönlicher Erfahrung hat mich auch eher eine Tendenz dazu gezogen. Genauer will ich da aber jetzt eigentlich drauf eingehen. Wir wollen ja wirklich nur Nee, das ist ja das Schöne, man muss auch nochmal betonen, genau, wir spielen nach Klassement. Also wenn jetzt der Michi, wenn er jetzt noch sechs Punkte verliert im nächsten Rennen und die der Eddie holt, dann ist da wieder ausgeglichen. Was ist hier nicht best of three? Ja, natürlich. Genau, also wenn Michi jetzt da du hinten bist, absolutes Pech haben sollte und brutal versagt, was wir nicht hoffen, dann, und Eddie eben nur ein paar Punkte mehr holt, dann gewinnt Eddie das Ganze noch und geht mit einem super tollen Preis nach Hause. Eine Lampe, eine Super Mario, super Pilzlampe, super tollen Super Mario Pilzlampe, super Licht mit
Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass alles super ist. Auf jeden Fall muss ich Eddie jetzt noch super ins Zeug legen, sonst packt er das Ganze nicht. Und ich will jetzt noch ein super Rennen sehen. Ich bin gespannt, welche Auswahl der Eddie trifft. Also Eddie, hau dir am Stil. Da ich jetzt. Oh, er hat Geistertal. Geistertal, eigentlich eine gute Wahl, weil Geistertal kann alles passieren. Geistertal ist auch eine der Anarchiestrecken. Also es gibt so ein paar, wo wirklich immer alles passieren kann. Aber ich hätte da doch eher zu SNES Marvel's Kiste tendiert, weil ich glaube, das ja, ist auch Erfahrung. Ja, das ist absolute. Da ist der Kopf aus. Von vorne bis hinten. Aber auch hier. Da muss so ein ungünstiger Blauer kommen, sodass man da in den Abgrund gebracht wird. Und zack, ist er weg, der Michi. Und eventuell kann sich der Eddie dann hier noch das Ding holen. Und wenn ich ihn Eddie geht blau und blau verklebt und wird auch direkt zurückgefallen. Und schießt auch noch sein Sozial. Ich hätte alle gedacht, aber. Wie gesagt, ich muss mich einfach mal wieder um diesen Menschen in der zweiten Runde. Wenn ich als erster Eddie als neuen Tag. Super, Hamza. Oh, ich bin doch kein Paket mit. Blauer ist immer gut, ja. Aber das ist nicht verschwunden. Und irgendwie wieder kontaktiert. Das ist doch Wahnsinn. Aber bei dem Ego Fahrer sind natürlich die hinteren Fenster bei sich noch mal schneller im Vorteil, weil man muss es ganz ehrlich sagen, Michi sieht hier verdient, ja, mit dem ersten Platz. Wieder runter. 45 genau. Punkte aus 3 Rennen, das ist natürlich Bestleistung. Glückwunsch, aber auch gut gemacht, Eddie, 36. Genau. Wir haben ja wirklich einen erfahrenen Mario Kart-Spieler. Ja. Den wir auch das Board überlassen wollen. Glückwunsch, Michi. Das ist auch richtig jetzt. Ich freue mich, dass du mich nicht gefühlt. So lange auch nicht, machen wir mal wieder weg damit. So Leute, das war das Community Level. Ja, Eddie, gut gespielt. Immer Zweiter geworden, immerhin auch etwas. Ich will jetzt auch mal nicht schlecht reden. Ja, nächste Woche hat einer von euch die Chance, mich auf der PS4 in Rocket League rauszufordern, wenn ihr denkt, ihr könnt das besser als der Eddie. Aber nichtsdestotrotz, hast gut gespielt. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Ja, dann würde ich mich anschließen. Dankeschön. Aber hier auch nochmal Musik für den Sieger, Michi. Dankeschön. Klasse Leistung. Freut mich doch immer. Übrigens wollte ich dich aber trotzdem nochmal natürlich korrigieren, denn die nächste Sendung ist erst nächsten Monat. Oh, was habe ich gesagt? Du hast nächste Woche gesagt. Oh, schön wär's. Aber ja, schön wär's, ne? Denn diese Sendung ist jetzt auch leider dann auch vorbei. Das war Level Up Sendung 1. Nochmal vielen Dank an Nintendo für die Entwicklung von Mario Kart Wii. Vielen Dank an Sega und Creative Assembly für Total War, Thrones of Britannia und riesen Dank für die Unterstützung auch nochmal an Funcom, die Entwickler von Conan Exiles. Danke an dich, Eddie, fürs Dasein. Du warst da. Das war gut. Nein, gut gespielt auch. Bisschen ärgerlich, dass du da deine Chance nicht nutzen konntest. Die nächste Show ist am Ende Juni, Anfang Juli. Wir werden die Termine nochmal über die Social Media Kanäle raushauen. Guckt da auf jeden Fall nochmal rein. Facebook, Instagram, Twitter, was wir da nicht alles haben. Vielleicht sogar noch irgendwo für den neuen alten MySpace-Account. Weiß ich auch nicht. Guckt einfach mal rein. Das war's von hier. Goodbye und let's level up.